Hallo Leute, Daz1005 hier mit Let's Play Super Mario Galaxy. Heute die Glasstrandgalaxie. Los geht's. Schauen wir mal. Auch wenn wir jetzt Pause schon machen könnten, wollen wir natürlich nicht. Kein Bedarf. So. Was glitzert da am Meeresboden? Schauen wir mal. Ah, Wasserlevel. Geil. Auch schon mal. Toll. Ah, Sternteile. Beziehungsweise Abschussrampenteile. Ach, ich liebe die Musik hier. Die Schüler sind abgelenkt von den glitzernden Teilen im Meer. Sie können sie doch die Abschlussprüfung nicht ablegen. Okay. Hallo Muschel. Muschel? Könntest du mal halt Steuerung. Steuerung into Muschel und nein! Au! Wurscht. So, da haben wir noch eins. Hallo Pinguin, Jungs und Mädchen. Na, was geht heute so? Sternteile. So. Kann man das hier? Nee, das ist fest. Da ist ein Viech, das was beschützt. So, da haben wir Luftbläschen. Und irgendwo fehlt uns jetzt noch ein Teil. Teil, wo bist du denn? Da drin vielleicht? Jo. Abschussrampe. Voll raus aus dem Wasser, yay. Kommen wir wirklich da hoch? Unglaublich. Hase! Hallo Hase. Ah. Ach komm. Dö. Da vorne war irgendwo noch eine Note, oder? Hier, ja. Toll. Bitte. Münze! So. Schauen wir mal, was hier dieser Schalter bringt. Zack. Ah ja. Oh, das ist aber auf Zeit. Kann man hier wohl keinen Wandsprung machen? Hey, ihr Entwickler-Arschlöcher, hier kann man wieder keinen Wandsprung machen. Aber komme ich hier nicht so hoch? Mal nur mal ausprobieren. Ach, auch egal. Machen wir es halt so, wie es gedacht ist. Ach, komm. Na dann. So. Also. Ach ja, schuppen dappen dup dup dappen dup dup dappen du dup. Oh Mann. Ei. Aber komme ich hier wirklich nicht so irgendwie hoch? Nee, geht wirklich nicht. Unglaublich. Wenn ich jetzt mal hier so rückwärts salte oder so. Nein! Kein Weitsprung. Mensch, oh Mensch. Ja, theoretisch sollte das gehen, ne? Aber dann sollte ich theoretisch auch hier so hochkommen. Irgendwie.
Ne. Mario? Hallo? Ah, super toll. Das habe ich wieder super hingebracht. Na dann. Jetzt fragen wir erstmal kurz den Hasen. Hase? Moment. Wenn du etwas an einem hohen Ort schnappen willst, führe einen Dreh- oder Sprung aus. So, ja. Geh sterben. Ach, wer will hier schon die Noten haben? Die sind langweilig. Zack. So. Also, probieren wir nochmal unser Glück. Ja. Noten will eh keiner. Dum-di-dum-di. Toll. Wandsprung. So, da ist der Stern drin. Give me. Di-di-di-di. Rup. Schum-di-dum. Sehr gut. So. Neues Kapitel Gourmet-Luma schon aufgetaucht. Okay. Nö, jetzt nicht. Du, ne Wetter, wir haben schon sehr viele Sterne, sonst würde nicht der Gourmet-Luma schon auftauchen. Na gut. Nochmal die Glasstrandgalaxie. Schauen, was es hier noch so zu bieten gibt. Und zwar Abschlussprüfung Schwimmklasse. Naja, jetzt sind die Glitzerteilchen weg, jetzt können sie sich konzentrieren, die Jungs. Also, unser Ansprechpartner scheint der große Pinguin zu sein, so wie es aussieht. Wie immer. Di-di-di-di-di-di-di. Schubben-dubben-dubben-dabben-dub-dab-du-dab. Ja, der Pinguin, der will uns was sagen. Hallo. Legst du auch die Abschlussprüfung für die Schwimmklasse ab? Na, freilich. Der Test besteht darin, Panzer im Meer aufzusammeln. Bring mir den goldenen Panzer, der irgendwo im Meer liegt. Okay. Ja, toll, ne? Damit sind wir irgendwo den goldenen Panzer. Ach Gott, aber ich glaube, ich weiß noch, wo der war, oder? Wie war denn das? Momentchen mal. Also, hier sind nur Münzen drin. Ach. Also, ab und zu funktioniert die Steuerung überhaupt nicht. War nicht hier irgendwo? Konnte man hier nicht durch? Nee. Bestimmt, wenn man irgendwie was dagegen schleudert. Ich bräuchte mal ein bisschen Luft. Und irgendwo ist doch hier. Och, komm! Luft? Luft! Om nom nom. So. Also, hier haben wir Typis. Bringt uns nicht weiter. Irgendwo muss ein Panzer sein, den man dann verwenden kann. Aber wo? Ich hab keine Ahnung. Das ist das aktuelle Problem. Naja. War hier irgendwas? Ah, Moment, hier ist eine Kiste. Ach nee, die brauche ich aber auch wieder eine Shell, um die aufzumachen. Oh man. Und hier ist eine Röhre. Und da oben ist was. Und dann soll das was werden, oder wie? Wie habt ihr euch das vorgestellt? Ah ja. Nein.
So, und zwar hier durch. Den Gumba nach Möglichkeit töten. Ach so, dann. Naja. Sind nur Sternteile. Will kein Mensch. Also im Prinzip. Tja, toll. Wo ist jetzt der Panzer? Kamera. Mario, du könntest dich ruhig mal hier festhalten. Ne, mag er nicht. Okay. Tja, ich hab keine Ahnung. Sehr gute Frage. Wenn wir mal ehrlich sind. Gestaltet sich das Ganze sehr interessant hier. Pinguin, hast du irgendwas zu sagen? Na, er denkt sich auch nur, was ist das für ein blöder Kerl. Ja gut, da kann ich jetzt mich da hochbringen. Da ist aber nichts Interessantes, außer das Leben hier. Es muss irgendwo hier im Meer eine Shell geben. So viel ist sicher. Aber wo? Tja. Ja toll, ja toll. Alter Falter. Da kommt der voll um die Ecke. Unglaublich. Ja, ja. Ist klar, ne? Münzis. So, aber wo ist die Shell? Der goldene Panzer. Mal schauen, was die Jungs hier so machen. Oh, da ist was. Wo haben die den Panzer her? Wo haben die den Panzer her? Oh, ist das cool. Ist das echt der? Und, das war's jetzt schon? Einfach nur warten oder was? Frame-Einbrüche. So. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass du ihn tatsächlich bringen würdest. Nun, dann gebe ich dir eine riesige Goldmedaille. Also. Das ist auch cool. Also eigentlich nur warten, einfach so. Das hast du gut gemacht. Aber bist du überhaupt einer meiner Schüler? Nee, nicht wirklich. Dann nimm Panzer. Den haben die einfach irgendwo rausgezogen und wir müssen denen dann den nur klauen. Also das ist jetzt eine sehr gewagte Taktik. Sowas ist eigentlich nicht schön, sowas zu klauen. Aber gut, von mir aus. Soll mir recht sein. So, als nächstes nochmal Glasstrand. Dritter Stern. Mal gucken, mal gucken. So, das Rätsel der Strudelhöhle. Strudelhöhle? Ach du Kacke. Okay. Also doch was im Wasser. Jetzt geht's aber darum, irgendwie. Jetzt gibt's da. Ja, genau. Jetzt gibt's nämlich hier da unten ganz viele Kistchen und es gibt hier Shells. So, die wollen wir haben. Und jetzt wollen wir praktisch dahin zu diesem Jungen und wollen die Shell da voll reinknallen. Das heißt, hier einfach so. Oh. Und eigentlich gefällt ihm das nicht, aber wir machen das, weil wir cool sind. So, und jetzt sind wir in einem geheimen Bereich. Wo Fledermäuse sind. So, wir brechen hier einfach mal durch. Gekonnt. Und finden hier eine Abschussrampe, die uns darüber bringt. War doch gar nicht schwer. So, jetzt geht es halt darum, irgendwie darüber zu kommen. Das sieht sehr interessant aus da unten. Da geht Wasser irgendwie in die Unendlichkeit und ich habe keine Ahnung. So sieht es zumindest aus. So, wir haben hier ein Leben.
möchte man eventuell haben. Kann ja so wieder rüber. Das geht schon so viel. So, das Ding macht so. Macht so. Au! Ah, scheiße. Tötet uns. Sehr gut. Na dann. Nochmal. Man sollte besser aufpassen. So. Jetzt interessiert mich das Leben gerade mal relativ wenig. So, Moment. Jetzt nochmal anschauen. Also zack. Zack. Und hier sind wir sicher. Okay. So. Ja, schau. Da geht irgendwie Wasser in die Unendlichkeit. Und ich habe keine Ahnung, was hier sonst noch so abgeht. Was ist hier nur los? Fragen über Fragen, die sich keiner beantworten kann. Ja, und sonst so? Müssen wir hier hoch. Ach du Kacke. Hier sollten wir aber sicher sein, oder? Hoffentlich. Ja, schön. Achso. Ich kann auch hier rüber praktisch. Ist aber alles etwas gefährlich, aber wir haben es hingebracht. So. Sternenteile. So, wie geht das Ding jetzt vom Ganzen her? Ach Gott, ist das riskant. Aber ich würde es heute mal wieder wissen. So, hier unten durch. Oh, wir haben es geschafft. Cool. So, Stern befreit. Yay. So schwer war das jetzt wirklich nicht. Na gut, ich konnte mich noch etwas dran erinnern. Die Gedanken waren noch ein bisschen da. So, neue Galaxie entdeckt. Und ein Komet ist im Anflug. Nö. Schau mal kurz, was hier für ein Komet im Anflug ist. Tempokomet. Nee, heute nicht mehr. Ich bin der AC105. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es weitergeht mit Let's Play Super Mario Galaxy. Bis denn und ciao, ciao.